Abu Huraira, radiallahu an, sagte dann im Hadith danach, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Gläubige sein Wudu vornimmt und dabei sein Gesicht wäscht, verschwindet mit dem Wasser oder dem letzten Tropfen Wasser jede Sünde aus seinem Gesicht, die er mit seinen Augen begangen hat. Wenn er seine Hände wäscht, verschwindet mit dem Wasser oder mit dem letzten Tropfen Wasser jede Sünde von seinen Händen, die er mit ihnen begangen hat. Und wenn er seine Füße wäscht, verschwindet mit dem Wasser oder dem letzten Tropfen Wasser jede Sünde von seinen Füßen, zu der er hingelaufen ist, bis er von den Sünden rein ist. Subhanallah. Al-Wudu. Wenn wir diesen Hadith kennen, dann haben wir Sehnsucht nach Wudu. Ja, dann, das ist die Lösung und die Medizin für diejenigen, die so eine Last empfinden. Oh, jetzt muss ich schon wieder Wudu machen. Ganz im Gegenteil, deine Sünden sind dann weg. Auch die großen Sünden, die kleinen Sünden, das ist ja der Unterschied, kleine Sünde, da benötigst du keine explizite Reue. Sobald du eine gute Tat machst, sind die Sünden weg. Aber große Sünden, da brauchst du, wie vorhin gesagt, eine explizite Reue. Und nicht, dass ihr denkt, es gibt nur die sieben, die im Deutschen sagt man ja Todsünden, diese Kabair. Nein, nein. Es gibt einen Gelehrter, Al-Haytami, der hat zwei Bände geschrieben, was Kabair sind. Also es gibt hunderte Kabair. Nicht, dass man, das sind die größten aller Kabair, die sieben. Ja, Magie und Zauberau, Schirk, dass man schlecht gegenüber den Eltern ist und so weiter, Zins. Das sind die größten aller großen Sünden. Aber es gibt trotzdem noch andere große Sünden. Möge Allah uns davor bewahren.